Sind die Dramatics aus Bremen, machen unsere Musik selber und rappen selber, bauen unsere Beats selber. Mehr gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Da sind zu viele, die dich testen wollen. Du musst nur behutsam vorgehen und der Rest wird folgen. Lass dich nicht unterkriegen, hab Geduld. Willst du eine Nummer schieben, nimm die Null, die lässt sich rollen. Und wer weiß schon, wohin's mich führt. Also nehme ich von vornherein die Hintertür. Die ganzen Leute sagen, ich sei konfus, doch sie kennen mich doch gar nicht. Ich bin verwirrt. Also wir samplen Musik, samplen vielleicht auch die Drums dafür. Vielleicht samplen wir sogar den Bass und dann bauen wir daraus einen Hip-Hop-Beat. Eigentlich ist das so, wenn man so will, eine Collage von Sounds. Man sucht sich schöne Stücke raus, die man mag. Und versucht die einfach zusammenzubauen zu einem neuen Musikstück. Wir sind halt mit Hip-Hop sozusagen groß geworden. Und da wurde auch immer gesampelt. Das waren immer irgendwelche 70er-Soul-Sachen oder Jazz-Sachen. Und deswegen hat man einfach irgendwie eine Liebe dazu entwickelt. Und wenn ich mich da jetzt irgendwie hinsetze und mit einem Synthi versuche, einen Beat selber zu spielen, dann bringt das einfach nicht den warmen Klang, den ich irgendwie mag und den ich haben will. Und das kriege ich halt nur aus 70er-Platten. Und das kann man sonst einfach nicht anders nachspielen. Man kann es natürlich, es gibt ein paar Bands, die sowas gut nachspielen können, aber allein das Knacken von der Platte und dieser dreckige Sound halt von damals, so den kann man halt jetzt nicht mehr wieder neu erfinden. So, den muss man sich halt aus den 70ern oder 60ern oder Anfang 80ern zurückholen. Das bringt halt eine Gänsehaut, wenn ich höre mir eine Platte an, höre ein Stück von einem Lied oder ein komplettes Lied und lieb es einfach und dann habe ich schon allein schon diesen Drang, dass ich das Sample benutzen muss, weil ich da dann selber irgendwie auch noch was zu beisteuern will. Ich will meinen eigenen Beat davon machen, da einen Text drauf schreiben und ja, das in meiner Version sozusagen nochmal erleben. Beim Flohmarkt, da gibt es halt natürlich viel Scheiß, den man nicht wirklich braucht und da muss man sich schon darauf konzentrieren, dass man wirklich nur, also ich bin dann wirklich ein Coverkäufer. Wenn das Cover gut aussieht, dann gucke ich mir erstmal kurz das Cover an, dann gebe ich der Platte überhaupt eine Chance und drehe sie erstmal um und dann gucke ich nach dem Jahr, wann das produziert wurde, welches Label, was für Musiker damit machen und dann kriegt man halt schon raus, so welcher Sound das ungefähr sein könnte. Ich habe auch immer vor allen Dingen viel aus der Plattenkiste von meinem Vater gesampelt und die kannte ich eigentlich eh schon relativ auswendig. Ich habe die dann immer am Anfang halt einfach neu entdeckt. Am Anfang war es einfach Musik, die ich gerne gehört habe, weil mein Vater die gehört hat. Und danach habe ich die halt komplett nochmal so im Hip-Hop-mäßigen Sample-Sinne halt nochmal komplett neu gedickt. Und für mich war es auch ein ganz lange No-Go, andere Sachen zu samplen als die Kiste von meinem Vater. Oder nicht Sachen, mit denen ich in Bezug stehe, weil das für mich eigentlich immer ein wichtiger Teil von Hip-Hop war, dass man halt sein eigenes Ding macht und nicht, dass ich jetzt auch so wie alle anderen Amerikaner das machen, jetzt irgendwie mir ein 70er Soul-Sample nehme. Deswegen habe ich das ehrlich gesagt 10 Jahre lang fast gar nicht gemacht. Aber irgendwann habe ich das auch als ziemlich falschen Dogmatismus aufgefasst. Aber ich finde es halt auch geil, halt echt wirklich andere Gefilde noch zu abzugrasen, gerade weil Dan hat halt die Oberskills, hast du ja heute auch gemerkt, in die geilen Platten finden, in Sachen Soul. Und er hat auch einfach ein super großes Lexikon im Kopf. Deswegen versuche ich auch immer noch irgendwie quasi so ein bisschen die Lücken zu füllen mit anderen Dingen. Aber es ist halt einfach was völlig anderes. Und da gibt es auch bei ein paar Beats von uns halt Beispiele, zum Beispiel Scherben, der Track, ist ein Sample, was glaube ich, das würde man halt nie vermuten, dass es halt das ist. Ich sag auch nicht, was es ist. Früher ging mir das Schreiben leicht von der Hand. Heute bringt mich der Scheiß um meinen Verstand. Verzweifle nicht daran, doch erzähl keinem Kiddy was von Rap. Was soll das bringen? Die kennen nicht mal das Effekt. Verklicker dem was Freshes, kannst vergessen. Sag kein Wort bei Freestyle Sessions. Jeder Horst kopiert da Texte. Das ist nicht in Ordnung wie bei Hempels unterm Sofa. Okay, ich bin kein Mozart, doch mach's klassisch und lass es los, wenn der Bogen überspannt ist. Glätt die Bogen, wenn ich Welle mach. Äckte verzogen wie noch Gallagher. Weiß, dass der Bobel es nicht besser macht. Doch was soll's, so völlig ohne ist doch auch weg. Ich bin eh nur froh, dass ich nicht in Christian Zieges Haut steck. Hast du auch recht.
Tschüss. Ups. Allseits bekannt. Ja. Nervt der Mann. Ja, ich muss doch nicht jeden Scheiß mitnehmen. Ich brauch so Gebimsel. So was wäre halt schon fast prädestiniert, so, ne? Ja, wir haben einen Beat. Ja, das muss aufnehmen, oder? Die Spur, der Fliege ist ready. Crazy in love. Erstmal haben wir die Platten durchgehört, die wir uns auf dem Flohmarkt gekauft haben, weil wir auf der Suche nach verschiedenen kleinen Stellen auf den Platten sind und haben dann eine gefunden, beziehungsweise mehrere. Das, normalerweise nehmen wir halt öfter eigentlich nur eine Stelle und setzen uns dann sofort daran. Und dann haben wir das rausgeschnitten, also gesampelt. Das heißt, wir haben das rausgeschnitten, was wir haben wollten, das aufgenommen. Dann haben wir das wiederum in ganz kleine Stücke gehackt und aufs Keyboard in einzelnen Teilen gelegt. Und das dann alles am Computer, ja. Genau. Hast du also dieses Programm, womit du einzelne Punkte setzen kannst und jeder Punkt, den du setzt, ist dann eine Taste auf dem Keyboard, die du nachspielen kannst. Und da kannst du das dann alles bearbeiten und rückwärts spielen oder hin und her, quer durcheinander, weil du es halt auf die einzelnen Tasten gelegt hast. Kannst du dir deine eigene Reihenfolge aussuchen. Suchst du deine einzelnen Takte raus und die zerstückelst du, packst du wieder anders zusammen und dann ergeben die wieder ein komplettes Bild, sozusagen. Halt wie so ein Mosaik. Dann haben wir unser Beat-Programm geöffnet und haben erstmal Drums gebaut, also Schlagzeug. Und so fangen wir eigentlich auch immer an. Wir fangen an meistens mit dem Schlagzeug. Und dann haben wir einfach das Sample darüber gespielt. Ein bisschen probiert, ja. was geht, was nicht. Sample war am Anfang sehr, sehr schnell, deswegen mussten wir das ein bisschen langsamer machen, also ein bisschen runterpitchen, damit es dann ungefähr reinpasst. Ja, so Percussions, also Hi-Hats und Shaker und sowas, spielen wir lieber hier. Weil wenn man so computerbasierte Dinger nimmt, das klingt halt oftmals dann auch ein bisschen kalt. Und wenn man es selber lieber einspielt, dann ist der Sound einfach ein bisschen wärmer und das bringt einfach so ein bisschen einen analogen Sound noch mit rein. Und macht Spaß. Macht Spaß, ja. Ja, reicht doch, oder? Dann schon fast wieder klauen, aber ich meine, die meisten schreiben dann rüber, die setzen sich stundenlang hin, schreiben ihre Texte drüber und dann ist das halt auch wieder was Neues. So, das ist ja nicht so, dass die einfach jetzt das Lied nehmen und sagen, hier, das ist meins, das habe ich gemacht und ich verkaufe das jetzt nochmal oder so. Das ist ja schon, ist schon was anderes. Ja, was sonst die Eigenleistung angeht, sieht man ja, ne? Man muss halt wissen, wo man Platten findet. Man muss wissen, so, wie man das Sample findet, im Prinzip. So, man kann ja auch nicht einfach loslaufen ohne Plan und so, da gehört ja immer auch irgendwie eine jahrelange Erfahrung dazu. So. Und dann sitzt man hier stundenlang, hört sich durch und
manchmal dauert es ja auch 5 Stunden, ein Beat zu bauen. Oder beim Schreiben hörst du 10 Stunden lang immer wieder denselben Loop und wirst langsam schon fast verrückt, aber du machst es halt trotzdem weiter. Also da steckt schon viel Eigenleistung drin, vor allen Dingen auch im Beat bauen, so, weil man kann nicht einfach so eben schnell einen geilen Beat bauen. Die meisten der Lieder, muss man ja auch wirklich auch eingestehen, würden wahrscheinlich kein Mensch jemals irgendwie wieder hören. Was, kein Mensch ist übertrieben, aber das ist ja jetzt wirklich nicht irgendwie Musik, die jeder ständig hört. Wir samplen ja jetzt nicht Rivers of Babylon oder Quatsch, sondern halt wir graben ja auch tief und suchen uns die schönsten Stellen von raus aus. Also wie gesagt, halt, wir versuchen die schönsten Stellen für uns halt nochmal irgendwie rauszusuchen und die auch nochmal für andere Menschen auch zugänglich zu machen. Also was heißt das Diebstahl? Aber irgendwie kann ich das schon verstehen, wenn jemand so einen hat, er möchte nicht, dass jemand, was auch meistens ja so ist, dass jemand irgendwie unflätig irgendwas erzählt mit irgendwelchen Schimpfwörtern, dass wenn man ein bisschen älter ist, 50, 60, dass man so einen hat, also, das möchte ich nicht so gerne. dass ihr das bei uns so. Im Gegensatz gibt es zum Beispiel auch, jetzt habe ich gerade ein Interview von Bob James gesehen, so einer der meist gesampelten von allen. Und der wurde irgendwie darauf angesprochen, beziehungsweise der kam sogar selber darauf, dass er dann, es war ein Lied, was auf irgendeiner B-Seite von ihm war, nur so ein paar 30 Sekunden, und hat er gesagt, so, ja, das hätte nie wieder irgendjemand auch nur gehört, und das war auch völlig uninteressant, das Lied. Und 20 Jahre später ist das meist gesampelte Lied im Hip-Hop, und er meinte, das ist derbe die Wertschätzung für ihn, und wer wäre er denn, sich darüber aufzuregen, dass die Leute ihn sozusagen für den Hip-Hop-Sample-Gott halten und seine Sachen einfach derbe feiern und das wieder benutzen. Also ich denke, das ist da komplett unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die dann so, das dürft ihr nicht machen. Also ich kenne viele Leute und ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, in denen ich da dann irgendwie drüber nachgedacht habe, so, ah, ich glaube, ich höre jetzt auf mit Samples, weil dann habe ich nicht mehr Angst, aber irgendwie, ich kenne nur von ganz wenigen Fällen und ich kenne halt von ein paar Fällen, wo Leute halt angefragt haben nach den Rechten und dann wurde ihnen das halt verweigert. Deswegen heißt das für mich nicht anfragen und... Also ich meine, so im Moment ist es auch so still geduldet, dass man bis zu einer bestimmten Auflage und so ziemlich Narrenfreiheit hat. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Dein Pflaumenkuchen duftet so süß. Muss ihn versuchen, auch wenn du schießt. Dies mein Paradies. Du Schöne, ich bin Biest. Yeah. Dein Pflaumenkuchen duftet so süß, muss ihn versuchen, auch wenn du schießt, dies mein Paradies. Du Schöne, ich bin Biest.